Es gibt so einen Satz von Konfuzius. Er sagte, such dir einen Job, den du liebst, und du musst nie wieder arbeiten gehen. Ja. Ja. Ich habe das Glück, ich mag sehr viele Sachen an den Pflanzen. Ich mache allgemein die ganze Pflege und bin immer glücklich, wenn was klappt, natürlich. Und sagen kann, oh, die anderen haben es nicht. Guten Morgen. Herzlich willkommen im Botanischen Garten. Mein Name ist Josef Gogolok. Ich bin Reviergärtner für die Kalthauskulturen in unserem Botanischen Garten. Das Erste, was ich mache, jeden Morgen, ich kontrolliere den Zustand. Also ich schaue, ob die Pflanze, die ich gestern gegossen habe, noch genug Wasser haben. Das sieht gut aus. Also es ist nicht so warm heute. Hier sind wir an der Stelle, wo wir unsere Aristolochien halten. Das ist ein Teil der Aristolochien-Sammlung und ein großes Forschungsthema hier in unserem Botanischen Garten. Hier haben wir die Roridula gorgonians, das ist eine Pflanze aus Südafrika. Sie bekommt jetzt gerade Regenwasser von mir. Das Besondere an der Pflanze ist, dass sie eine Präkarnivore ist. Der Grund der Ausprägung, dass die Pflanzen sich von Insekten ernähren, dass sie in Gebieten wachsen, wo sehr weniger Nährstoffe sind und durch diese Insektenfang sich die Pflanzen zusätzliche Nährstoffe besorgen. Das sieht man hier an der Pflanze. Es gibt ganz viele Fliegen und alles Mögliche, was hier klebt. Das Besondere an der Roridula ist, dass sie die Pflanzen wie die anderen Karnivoren nicht selber verdaut. Das sieht man, wenn ich hier mit Finger rankomme, da bewegen sich welche. Das sind die Wanzen, die leben in einer Symbiose. Die Pflanze fängt die Insekten, von den Insekten ernähren sich die Wanzen und die Pflanze ernährt sich von Ausscheidungen der Wanzen. Und das ist absolut einmalig in der Natur. Es gibt nur zwei Arten in Südafrika und sonst nirgendwo weltweit. Dann gehen wir mal kurz in die Häuser noch an ein paar Stellen schauen. Hier ein paar von tropischen Aristolochien. Ich habe Ihnen vorher die große Blüte gezeigt. Also so klein kann das auch sein. Sie sehen, die Vielfalt bei den Aristolochien ist enorm. Ja, mal gucken, kontrollieren, ob alles in Ordnung ist, morgen früh. Hier haben wir auch wieder besondere Sachen, das sind die sukkulenten Pelargonien. Wenn Sie sehen, diese kleine Pflanze hier zum Beispiel, die Pelargonium oblongatum heißt das, ist 96 zu uns gekommen. Ne? Also die Pflanzen sind über 30 Jahre alt. Also Sie sehen, überall was Besonderes. Man sieht, wie eng das ist und das ist Sommer. Also eigentlich ist das ein Viertel der Pflanzen, die hier im Winter stehen. Man bekommt so Eindruck, dass wir ein bisschen Platz haben, aber das ist nur eine Täuschung. Dann gehen wir weiter. Das ist sogenannte Frühbett. Normalerweise kennt man das vom Gemüseanbau. Wir nutzen das auch. Jetzt muss hier alles raus, was nicht zu der Sammlung gehört. Das ist ja einiges, wie Sie sehen. Dieses Jahr ist ein sehr gutes Jahr für Pflanzen. Alles wächst gerne und auch die Wildkräuter wachsen sehr gerne. Ich habe das schon zweimal sauber gejätet mit meinen Kollegen. Wenn ich mich noch gut erinnern kann, ist das seit 2001. Ich habe hier mit einer Lehre begonnen, habe das als Staudengärtner gemacht. Dann war ich anderthalb Jahre in der Schweiz als Gärtner. Danach ich bin zurückgekommen und unser technischer Leiter hat mich dann gefragt, ob ich nicht den Revier übernehmen möchte. Ich war natürlich dafür und glücklich. Und seit 2005 betreue ich die Sammlung der mediterranen Pflanzen, also was der sogenannte Kalthaus ist. Zu den meisten Kulturen hier, es gibt keine Informationen. Und da musste ich mir vieles selber erarbeiten und immer weiter. Aber das ist das Spannende, ne? So eine Herausforderung. Nicht alles geht gleich gut, da muss man auch Geduld haben und die Neugier immer wieder was Neues auszuprobieren.
Im Sommer ein großer Teil meiner Arbeit besteht aus Gießen und Jäten. Also es ist hier auch nicht irgendwie was immer Spannendes und Neues los. Im Gegenteil, wir leben mit dem Wetter und mit der Natur. Und das hat bestimmte Abläufe, Zeiten. Und damit muss man auch klarkommen. Ne? Also dass ich viele Stunden im Sommer mit Jäten verbringe. Mein Appell an alle Gartenfreunde, überlegen Sie sich, was Sie jäten und was nicht. Hier ist eine schöne Wiese, was im Botanischen Garten natürlich die Gärtner sehr erfreut. Es läuft hier eine Planung. Wir sollen in Zukunft das neue tropische Haus stehen und unsere neuen Anzugsgewächshäuser. Und darauf freuen wir uns sehr und hoffen, dass es auch bald stattfindet. Weil, wie Sie gesehen haben, unsere Häuser sind sehr voll. Hier habe ich den Radler da. Die Maschine haben wir seit anderthalb Jahren bei uns im Botanischen Garten. Es ist eine super Erleichterung bei Arbeiten mit den Pflanzen. Wir haben zum Teil große Kübel und die müssen wir jetzt nicht mehr mit Mannskraft machen, sondern mit der Maschine. Das ist sehr vielfältig, wie wir für die Uni da sind. Wir sind natürlich als Ausbildungsort für die Studenten da. Also es kommen sehr viele Landschaftspfleger, Landschaftsarchitekten hier. Und die Frau Dr. Ditsch gibt auch Seminare zur Blütenbiologie. Und wir sind die Sammlung. Also wir stellen das Material für die Forschung der Uni zur Verfügung. Wir halten Pflanzen wie die Aristolochien zum Beispiel, an denen dann direkt geforscht wird. Bis hin, dass ich auch ein paar Dekopflanzen habe, die für die Veranstaltungen, die an der Uni stattfinden, ausgeliehen werden, um die Räume zu schmücken. Bei uns im Eingang steht natürlich groß, dass wir der TU Dresden angehören. Und wir haben 100.000 Besucher im Jahr. Also das ist ein großes Publikum, die uns hier erreicht, mitten in der Stadt. Und das Ganze verbindet auch natürlich mit TU zugleich. In meinem Revier sind das 1200, 300 Arten. Da topfen wir natürlich diese Pflanzen selten um. Und dieser Topf ist sehr alt, also ich vermute um die 15 Jahre. Schön, diese Wurzeln sehen noch gut aus. Man kratzt das ein bisschen auf, damit die Wurzel dann in das neue Substrat besser reinwachsen können. Das wird mal eine schöne Pflanze. Das ist eine Jungpflanze. Wenn sie dann ausgewachsen ist, in 20 Jahren, wird das einfach wunderbar. Die Kübel kommen hier aus der Gegend. Die Gefäße sind sehr solide gebaut und halten tatsächlich 10 Jahre. Substrat mache ich mir selber. Es ist eine lange Erfahrungsgeschichte. Also wie gesagt, 15 Jahre mache ich das. Und ich habe es natürlich auch gelernt von meinem Ausbildungsmeister. Zugrunde liegt da 30% Torf und der Rest ist mineralisch. Einmal noch durchmischen. Natürlich, man möchte gerne die Mieter treffen, ne? Da
das Etikett nicht vergessen. So, jetzt ist es fertig. Hallo Erik. Erik ist hier Gärtner im Botanischen Garten, betreut mit mir teilweise den Kalthausrevier. Erik macht auch andere Sachen, ist beteiligt an Arbeiten auch in den anderen Gewächshausrevieren. Und heute wird er hier gießen. Wir nutzen auch überall, wo es geht, Regenwasser. Ne? Gut für uns, für die Pflanzen. Hier habe ich einen Regenwasseranschluss. Wir haben nicht überall die Regenwasseranschlüsse. Es gab die letzten Jahre auch schon mal Zeiten, wo wir kein Regenwasser mehr hatten. Unsere Zisternen waren leer. Das ist natürlich sehr wetterabhängig. Ne? Wir hatten hier manchmal 35 Grad. Bei uns in Dresden, da verbrauche ich extrem viel. Also denke ich mir um die 5000 Liter am Tag. Im Winter ist es manchmal nur geringfügig, weil die Pflanzen dann nicht so viel Wasser brauchen. Sie sehen hier, die Vielfalt ist groß, jede Pflanze ist was anderes. Ne? Die Pflanzen hat Herr Neinhus, unser Direktor aus Shiraz, aus Iran, gebracht. Das ist eine Pampelmuse und eine süße Zitrone. Das hat auch nicht jeder. Das Schöne ist einfach diese internationale Verbindung. Wir haben eine Verbindung nach Angola, sehr intensive. Da werden auch Forschungen von unseren Wissenschaftlern in Angola vor Ort durchgeführt. Wir haben hier in der Sammlung schon einige Pflanzen aus Angola, sogar eine Impatiens, die als Erstbestimmung Frau Dr. Ditsch und der Meister hier im Garten, der Herr Fitsch, haben diese Impatiens in Angola gefunden und beschrieben. Wir haben Verbindungen nach Vietnam oder Chile über Jahre und natürlich zum vielen botanischen Garten. Und viele von den Pflanzen, die meisten, kommen hier über einen Tausch unter den botanischen Garten. Und so ist die Sammlung ein Zusammenwerk mit sehr, sehr vielen botanischen Garten und über die deutschen, europäischen Grenzen hinaus. Eine Pistazie hier, auch was allgemein bekannt. Auch eine Besonderheit, vielleicht fällt das nicht so sofort an, aber hier drauf auf dem Oleander wächst ein Parasit aus Afrika, aus der mittleren Zone, afrikanische Zone. Und das ist eine Fragmentera, das ist verwandt mit unserem Mistel. Es ist ja was Besonderes. Ich habe eine große Pflanze bei den Kübel und hier habe ich das nochmal als Reserve. Diese große Vielfalt, also es gibt hier kaum zwei gleiche Pflanzen und die haben natürlich unterschiedliche Ansprüche. Manche stehen gerne feucht, die andere weniger. Das muss man immer hier beachten und wach bleiben beim Gießen und die Unterschiede natürlich berücksichtigen, sonst leben die Pflanzen nicht allzu lange. Also Gießen ist ja an sich eine wichtige Pflege. Teil. Die Pflanzen habe ich hier auch mit Absicht so zusammengestellt, weil sie sich gegenseitig Schatten spenden und so verbrauchen sie weniger Wasser. Ne? Also hier stehen ungefähr 150 verschiedene Pflanzenarten. Ich würde sagen, hier sind alle Kontinenten vertreten. Das ist eine tolle Sache, wenn man in den Botanischen Garten kommt. Man hat eine kostenlose Weltreise, sehr umweltfreundlich, weil man kein Flugzeug dazu braucht. Und Sie sehen praktisch Pflanzen aus Australien, Neuseeland, Afrika, Amerika. Und das können Sie gerne auch im Winter machen. Wir haben jeden Tag auf. Wir sind hier am Ende unserer Reise gelangen. Das ist mein Lieblingsplatz hier im Botanischen Garten. Hier im Hintergrund haben wir Tertiärflora. Und von mir ist mein Revier. Ich schaue mir gerne die Pflanzen an. Es ist ein schöner Blick. Ich bin dankbar, dass ich hier arbeiten darf und dass wir hier alle so zusammen gut arbeiten können und das ermöglichen für die alle Besucher, für die Forschung und für die Uni. Und ich hoffe, dass wir uns alle bald hier im Botanischen Garten
Wiedersehen. Ich hoffe, Sie konnten einen Einblick gewinnen, wie ich hier im Botanischen Garten arbeite. Und wenn Sie mehr erfahren wollen über Insektensterben, dann schauen Sie sich dieses Video an. Und wenn Sie die Neurobiologin Laura bei der Arbeit zugucken möchten, schauen Sie sich dieses Video an.